Stellen Sie sich vor, ein Tumor muss rausoperiert werden. Wie ist der Chirurg denn sicher, ob er alles weggenommen hat? Für das gibt es eine Untersuchung, die man machen kann, während der Patient noch in der Narkose schläft. Entfernung eines zystischen Tumors am Eierstock. Obwohl in der Regel gutartig, entscheidet sich Chefarzt Hans-Jörg Huemer zur Durchführung eines sogenannten Schnellschnitts, einer pathologischen Untersuchung von Gewebeproben während der noch laufenden Operation. Wir müssen in diesem Fall davon ausgehen, solange wir es nicht hundertprozentig wissen, dass es sich auch um einen bösartigen Tumor handeln könnte. Und dann ist die oberste Prämisse, den Tumor im Gesamten zu entfernen. Wir machen das schlüssellochchirurgisch, dann wird dieser Tumor in einen Bergesack gelegt und ohne dass sich irgendwie Inhalt des Tumors in der Bauchhöhle versprengt, aus der Bauchhöhle entfernt und zum Schnellschnitt geschickt. Die Patientin befindet sich während der Operation in Narkose und so ist es für uns wichtig, sehr rasch während der Operation die Information zu erhalten, in welche Richtung die Entartung des Tumors geht und dementsprechend dann die Operation anzupassen. Wir bekommen das Präparat direkt aus dem Operationssaal in unseren Schnellschnittlaborraum geliefert. Wir packen das aus, wir vergeben eine Nummer, wir nehmen das Gewebe, messen das, beschreiben das. Zusammengelegt haben wir ca. 10 mal 7 mal 2 cm große Gewebstücke. Diese setzen sich zum Teil aus Haaren zusammen, zum Teil auch aus gelblichen fettgewebsartigen Anteilen. Wir entnehmen einige Gewebeproben für die Schnellschnittuntersuchung. Diese werden auf dafür vorgesehene kleine Träger mit einem Anfriermedium gesetzt. Um saubere Schnittproben herstellen zu können, werden in einem Kühlgerät die Gewebestücke auf minus 25 Grad Schock gefroren. Wir müssen das jetzt etwas tiefer hobeln, um an die ganze Schnittfläche zu kommen. Und wir schneiden jetzt etwa 10 μ dicke Schnitte von dem schockgefrorenen Gewebe. Die Schnitte werden auf einen Glasobjektträger gezogen und eingefärbt. Spezielle Farblösungen erleichtern der Pathologin das Auseinanderhalten verschiedener Gewebestrukturen. Das gefärbte Präparat auf dem Objektträger kommt jetzt unter das Mikroskop. Mit der Färbung können wir das jetzt histologisch begutachten. Ich kann am Mikroskop verschiedene Vergrößerungen einstellen. Ich sehe mir sämtliche Schnittebenen an und kann die Diagnose jetzt telefonisch direkt in den Operationssaal weitergeben. Der ganze Vorgang dauert etwa 15 Minuten. Ja, Herr Huemer, ich habe die Schnellschnittdiagnose. Das ist ein gutartiger Adnexbefund, nichts Böses, alles in Ordnung. Ja, ja, danke, viel Erfolg noch. Ade. Es kann durch den Schnellschnitt die Nachoperationsrate deutlich gesenkt werden. Sie geht nicht gegen Null, weil der Schnellschnitt natürlich nie so genau sein kann wie eine endgültige histologische Aufarbeitung. Aber die Wahrscheinlichkeit für eine Nachoperation lässt sich deutlich senken dadurch.